Kinders. Was geht hier vor sich? Also der Vogel zeigt in die Richtung. Bist du müde, Igor? Nein, alles gut. Wir sind viel gelaufen. Die Insel ist groß. Sie ist groß, aber wunderschön. Vogel! Wir eine Spirale gelaufen? Und wir kommen der Mitte näher. Da kann man durch. Muss es sein. Was siehst du? Ich sehe Säulen. Wie schön. Wie schön. Ist das ein antikes Theater? Ja. Sieht wichtig aus. Ja. Mal sehen. Also da kann man rüber. Hier sind Pflanzen. Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Are you sure? Jetzt bin ich ja gespannt. Oha, wir kriegen sogar eine Sequenz. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Brunnen. Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Bist du auch so gut im Kämpfen? Das ist sicher beeindruckend. Wie Anno. Ich kann es kaum erwarten. Erreiche Las Madres. Okay. Aber die Leute da im Dings haben da auch was gemacht. Das würde mich auch interessieren. Was die da machen.
Ich sag doch, da oben ist so ein Eingang. Ja. Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Da hat doch der eine gesagt, der betet da, dass seine Frau endlich mal schwanger wird. Im Tempel. Ist bestimmt das gemeint. Wir gehen jetzt erstmal da nach hinten. Schauen, was die da machen. Eine Blume für den Sohn, eine für die Mutter, eine für den Vater. Genau. Die beten den Baum an. Mein Kind ist geboren. Es weilt bereits hier. In Erwartung erneut zu atmen. Vom Glauben gerufen. Gepriesen sei der Sohn auf seinem Blutbett ruhend. Oh Leute, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind mit dem Sohn gemeint. Was ist das? Oh ja, Leute, die keine Kinder kriegen können, lassen sich hier segnen. Wie schön. Angeblich hat die Gräfin das hier ins Leben gerufen. Sie ist so nett. Sie und der Graf sehen so verliebt aus, das ist fast... Peinlich? Naja, überraschend. Hm, das Holz ist ein bisschen feucht, oder? Ja, aber wie süß. Wir brauchen hier mehr Zweige. Wie schön diese Puppen. Es gibt noch viel zu tun. Ja, es sieht doch schon gut aus, Liebling. Verschlossen. Das lässt sich bestimmt ändern. Da könnte etwas Nützliches drin sein. Fackeln wir wieder alles ab. Ach, Leute. Genießen wir noch ein bisschen die Ruhe. Bevor diese ganze Insel wieder untergeht. Was sind das für Dinger am Himmel? Drachen. Noch nie gesehen? Nein. Naja, die sind wie kleine Segel. Sie fangen den Wind ein und steigen hoch. Kann man damit fliegen? Nein, nicht mal du. Ich will ein. Kletter hoch. Aha. Oh, die Drachen sind nahe. Hallo! Jetzt verrate doch nicht, dass wir hier auf einem fremden Dach rumlaufen. Mit dir. Und kann ich da reinhüpfen? Oder nicht? Wie kommen wir denn da rein? War das jetzt alles? Aua. Ich sollte dich anheuern. Ich war vorher anders. Ich wurde auch nicht als Schmugglerin geboren. Man tut, was man tun muss. Das ist jetzt alles offen. So. Wir müssen springen. Gut, gut. Wie es scheint. Na, mein Schatz. Deine Augen sind schon wieder komplett voll mit Kaki. So. Brechen wir ein. Klauen deren Dinge und hauen wieder ab. Mal sehen, was da drin ist. Dann mal an die Arbeit.
Okay. Okay, okay. Ich werde angestarrt. Ich bin ja auch verliebt in dich, mein Schatz. So, dann machen wir uns mal auf zu Las Madres oder wie auch immer das heißt. Nichts ist tot. Alles schläft. Nichts ist tot. Nichts ist tot, alles schläft. Okay. Oh, sieh mal, da ist ein Boot, Sophia. Es ist so klein. Ja, klein und trotzdem noch beeindruckend. Ich wusste nicht, dass wir so hoch über Meer sind. Frische Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Frische Fische. So frisch, dass sie noch vom wunderschönen Meer träumen. Schaut sie euch an. Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Okay, dann wohl nicht zum Hafen. Edle Weine, edle Werkzeuge. Nur bitte nicht gleichzeitig benutzen. Kommen wir da auch hoch? Sieht ganz danach aus. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Amicia, wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Iko. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Klar. Ja, oh, Cutie. Oh, da wird geschlafen hier oben. Das ist ja... ein Träumchen. Möwen. Was haben wir da Schönes? Scherze. Alter, wir finden hier voll viel. Was steht uns da für ein Kampf bevor? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Leute, wenn wir so ausgerüstet werden. Vorsicht beim Landen. Gut, gut. Also ich bin immer noch ein Fan von ihrem neuen Schal. Finde ich, ist ein richtig schöner Stoff. Gut, dann, da angelt jemand. Einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber... leider war Sophia. In Gayen jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Sie haben alle getötet? Das ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Bienen. Oh mein Gott. Amicia, Bienenleute. Schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Ich auch. Wer nicht? Hier. Ich darf keinen Honig essen. Kletter hoch. Ja. So, was auch immer das ist, da klettern wir auch mal rein. Wir müssen natürlich überall reinklettern. Wir sind selber wie Mäuse. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Hm.
Was gibt's da? Nichts, oder? Da geht's wieder zum Ding. Okay. Ab durchs Gestrüpp. Ich mag's, wie es knackt. Knickknackt. Da sind Muster. Hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen. Damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Zählt es dann schon als Schmuggel? Werden wir dann verhaftet? Gut. Wow, ich wäre mit voller Wucht darunter gerannt. Okay. Dann geht's hier weiter. Immer weiter hoch und weiter hoch. Ich habe so ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Das ist schon wieder so ein... Alles ist hier so schön. Und jetzt bringen wir dich um. Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. So. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig, ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Uiuiui. Sind wir mal alle müde. Es wird langsam heiß. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Baby, was ist los? Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Oh, da ist Wasser. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Komm, ich will auch was trinken. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Für die Deruhe, sehr schön. Ist gut, ich gebe auf. Für die Deruhe. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Hast du eine Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Boah, wie blau das Wasser ist. Oh, Mann, Leute. Ich sollte auch mal in den Urlaub fahren, ey. Voll schön. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amis hier. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja,
Aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen? Das sind zu viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Der Ziegenpfad. Wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt, so ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Mich macht's auch neugierig. Hör mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontan, ja. Vielleicht ist sie in dem Haus. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Und wie kommen wir jetzt da rein? Das ist auch eine Kiste. Aber ich sehe nicht wirklich wo und ob wir da rein können. Oh, doch. Muss ich das jetzt erstmal abbrennen? Das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Ein Loch in der Wand. Ja. Hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Er ist so lustig. Nicht immer. Schnell, aber schnell. Gut gemacht. Das war ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? So. Du musst zurückgehen. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja, sie ist lieb. Na gut, Ziege gerettet, Angst gebunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los, dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld, sie entscheidet selbst. Wir wollen die Heiligtümer des Todes sehen. Kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Schnell, schnell, schnell. Danke für die Opfer. Bitte verzeiht die Eile. Aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat.
Schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Komm, hoch mit dir. Hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Und hepp. Wir sind besonders vorsichtig. Keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anu. Das war zu erwarten. Oh. Oh. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie. Vorsicht! Die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns, oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow! Dann los! Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja. Sophia kann Gegner ins hohe Gras locken. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Sieht dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. Alles sauber. Was zu heiß? Was? Verdammte Uniform. Nichts. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Was ist das für Rauch? Schon wieder Fehlalarm. Ich hab's gewusst. Wo könnten wir denn? Sophia, benutz dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht ein. Jetzt dreht er sich noch um. Boy! Hey. Rauch? Wo kommt der her? Klappt immer. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Hä? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Na, von der Sonne. Na gut, mal wieder geirrt. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer! Ihr versteckt sich jemand! Da ist jemand. So findet ihn! Hä? Los, es funktioniert. Los, es funktioniert. Warum? Woran haben die das gemerkt? Schleicht jemand um. Ach, scheiß auf die Kiste. Komm, wir gehen. Schnell jetzt. Das Prisma ist magisch. Magisch, magisch. Du bist so magisch. So. Mal sehen, was sich machen lässt. Werkzeuge ausrüsten. Uiuiui, durch eine zweite kann man ein zweites Maschinen, was ich nachladen muss. Das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. Das sollte die Sache erleichtern. So, ist, denke ich, ganz praktisch. Hier lang schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh, wow. Bleibt an der Mauer. Los, weiter. Ach, du Heilige. Mir wird schwindelig. Ah, nein. Oh mein Gott. Ach, du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter.
Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Hugo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Erreiche Las Madres. Oh, all wow. Diese Blumen, die müssen für ihre Zeremonie sein. Hier sind keine Ratten. Ich habe gerade versucht, ob... Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! Schwere Rüstung. Anu hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Die bringen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist wieder die... Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheißkerle. Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Ja. Vielleicht. Eine Rauchwolke? Klappt immer. Es ist halt ein sehr heißer Tag und deshalb fängt das Gras an zu brennen. Hey, komm mit hoch. So, gut. Was? Oh, da ist einer. Noch mehr. Wir haben ungebetene Gäste. Fangt an zu suchen. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Los geht's. Viel zu einfach. Los. Es funktioniert. Viel zu einfach. Hier schleicht jemand rum. Sagt Bescheid. Wir haben. Was war das? Hier schleicht jemand rum. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Vergiss es. Nichts hier. Klappt immer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eieieiei. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Die waren das kein Zeug. Los, es funktioniert. Klappt immer. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf, Männer. Nö, nö. Sie sind dahinter, ganz sicher. Schnell! Da drüben. Er weiß von uns. Nein, 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 nein. Nichts. Muss wieder weiter. Can you please go away? Wo könnten Sie sein?
Sperre das Tor! Nein! So viel zu unserem Besuch. Die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es.